Willkommen zurück bei Zelda Tears of the Kingdom im Versuch, das Rätsel um die roten Lichtsäulen hinter dem Thron zu lösen, wo ich die Vermutung ja habe, dass es irgendwas mit diesen Säulen zu tun hat, wobei die dritte fehlen würde. Das wäre die erste, das wäre die zweite, aber wo ist die dritte? Und auf alle Fälle gehe ich dem Rätsel jetzt auf die Spur. Es hieß ja nur hinterm Thronsaal. Der Thronsaal ist ja unten unter uns. Und da müssten das die drei Säulen sein. Und dann in der Mitte davon wird irgendwo das sein, was mich irgendwo hinbringt oder was auch immer löst. Ja, gleich geht's los. Das Einfachste ist erstmal mit Thulin sich dahin schleudern zu lassen. Da unten sind übrigens wieder so diese ekligen Gegner. So, den ersten haben wir schon mal. Okay, ich glaube, ich sehe schon wohl. Also eine erste Idee habe ich schon mal. Hier scheint ja irgendwie eine Linse drunter zu sein. Da oben ist ein Spiegel, den man vielleicht drehen kann. Und ich denke mal, wir werden irgendwie hier dieses Licht freilegen müssen. So, dafür nehmen wir jetzt mal hier so einen Felsenhammer. Ups. Schau an. So, und jetzt würde ich vermuten, das Gleiche muss ich hier bei den anderen auch machen. Und da hinten ist ein Problem. Oder da steht tiefer. Das ist auch möglich. Also. Julien drückt mich erstmal wieder ein ganzes Stück rein. So, aber es ist kein Problem, sich jetzt zu orientieren, wenn ich hier Leuchtsignale habe. Flügel. Meine Güte, nee. So. Aber dass ich hier das
Licht sehe, macht es ungleich einfacher, ne? Da ist die zweite Säule. Die ist allerdings tiefer wie die erste. Deswegen habe ich die auch nicht gesehen. Da geht das Licht drüber. Da, jetzt, wir drehen jetzt den Spiegel einfach höher. Hä? Na, guck mal, das ist hier genau das gleiche wie das hier. Gerudo. Blaues Hummerhemd. Saphir-Stirnband. So, jetzt müsste es ja eigentlich hier direkt in der Mitte sein. Ich glaube aber, ich versuche mich trotzdem erstmal an dem Turm da hinten. Wobei ich mal vermute, wenn ich genau in die Mitte jetzt gehe, finde ich irgendwas. Weil, wenn ich mir das so angucke, müsste man die Mitte jetzt relativ gut finden.
So, was auch immer das hier vorne für ein Schlachtfeld ist. Warum auch immer hier vorne Ölflaschen und alles sind. Wüstenberg-Ruinen, die Wüstenburg-Ruinen. Dort drüben hatte ich gerade. Ja, da ist doch ein Schrein. So, guck mal, ich komme bis zum Schrein, ne? So, Tannenzapfen, jetzt brauche ich noch Feuerstein und Holz. So, guck mal. Irazak-Schrein, Gerudo-Wüste. Damit habe ich doch einen neuen Punkt bekommen. So, schauen wir mal, was der Schrein zu bieten hat.
Und vor allen Dingen habe ich jetzt einen Sprungpunkt in der Wüste wieder. Auch der sieht interessant aus. Das ist an der Irasak-Schrein, scheint schon Raurus Segen. Da war der. Die Ankunft in diesem Schrein ist schon das Rätsel, okay. Cool. Und das vierte Herz vor allen Dingen. Also vierte Segenslicht, um wieder ein Herz zu kriegen, so rum war es richtig. Läuft im Moment. So, da haben wir es rausgeschafft. So geht's doch auch. Aha. Was haben wir denn hier? Irgendeine Bedeutung werden diese Steinchen ja wahrscheinlich auch haben. Ja.
Vielleicht muss man ja nach ganz oben. Die Dinger mir jetzt weiterhelfen. Ich würde mal sagen, ja. So. Irgendwas muss ich hier oben bewegen. Eigentlich brauche ich ja Stangen, aber... Vielleicht kann ich es damit auch bewegen. Okay, habe ich schon markiert. So, mal gucken. Aha, das Dreieck ist komplett. Upp. Ja, jetzt haben wir's. Irgendein verstecktes Artefakt. Als du das Licht auf die roten Säulen gelenkt hast, formen ihre hellen Lichtstrahlen ein Dreieck. Dem Wandbild in der Gerudo-Untergrundstadt nach sollte nun etwas in der Mitte dieses Dreiecks erscheinen. Oder erschienen sein, ja. So, und das, was da in der Mitte gerade erschienen ist... Das gucke ich mir in der nächsten Folge an. Ich weiß, Cliffhanger, aber so ist das bei Zelda immer. Immer, wenn man etwas Spannendes findet, ist die Folge quasi auch schon zu Ende. Also, seid mit mir gespannt, was in der nächsten Folge dort auf uns wartet, auf dem Weg zum Tempel von der Gerudo. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao.